Leute, heute mal aus Thomas seinem Keller. Ja. Da wir leider nicht zum Wasser kommen gemeinsam und keine Chance haben, zusammen zu fischen, da unser Terminkalender das nicht hergibt, wollten wir euch trotzdem ein kleines Video drehen. Und zwar geht es darum, was ist mit unseren Boilies passiert? Warum sind die anders, wie sie vorher waren? Ja, nach 15 Jahren haben wir uns überlegt, mal über den Winter so ein kleines Feintuning zu machen. Das heißt, wir haben an allen Schrauben noch mal ein wenig feinjustiert, etwas probiert besser zu machen, was wir auch abgesprochen haben innerhalb des Teams. Hat viele Proben gekostet, hat viele Arbeit, viel Mühe und viel Nerven gekostet. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, ja, es ist so, dass wir euch die im Frühjahr verkaufen können. Wir sind glücklich darüber, so wie es ist. Sonst hätten wir es nicht gemacht. Wir fischen die Dinger ja selber und wollen Fische fangen. Ja, das ist der Grund, warum wir hier sitzen und euch das mal erklären. Das Titandioxid ist verboten worden. Daher gibt es keine weißen Boilies mehr. Es sind viele, die mich noch anrufen und sagen, ja, warum gibt es den White Mighty nicht mehr? Ja, der White Mighty ist jetzt orange und hat jetzt ein Monster Crab und ein Shellfish Flavor gemischt darin. Ist dieselbe Mischung, ist alles gleich, nur er ist nicht mehr weiß. Das ist leider so, das dürfen wir nicht mehr und wir machen nichts, was der Gesetzgeber nicht erlaubt. Ja, das nächste ist, dass wir an unserem Nuss geschraubt haben. Wir haben zu dem Nussaroma noch ein wenig Zimt dazu gepackt, weil wir denken, das ist noch mal ein kleines Tüpfelchen obendrauf. Zu unserem Erdbeer ist etwas Apfel gekommen, da in dem Apfel ja dieselben Enzyme ungefähr drin sind wie in Ananas, was den Beißreflex ja anregen soll. Beißreflex, ja gut, kommt mehr vom Raubfischangeln, aber yeah. was den Karpfen mehr anregen soll zu fressen. Dadurch haben wir da etwas Apfel reingepackt. Dann haben wir den Cidisco-Fisch. Ja, und Black Pepper, ne? Und Black Pepper, stimmt. Black Pepper ist also das Wichtigste an dem ganzen Boy. Ich jetzt. Den Apfelgeruch muss man kurz dabei sein, den riecht man nicht stark. Nee, so gut wie gar nicht. Ich finde aber die Erdbeere kommt besser durch dadurch. Ja, das ist ein Gemisch, das nimmt jeder anders wahr, muss ich sagen. Ich habe jetzt einen gehabt, da ist kein Erdbeere drin. Dann bin ich mit meiner Frau extra ins Lager gefahren und habe die Tüten aufgerissen, weil ich denke, was, wir haben letztes Mal was anderes gerochen. Und Frauen haben ja immer eine gute Nase, die hat gerochen. Da ist kein Apfel drin. Ja, genau. Ich finde den Apfelgeruch, den riechst du nicht. Ja, das ist halt bei jedem anders. Aber der Black Pepper kommt so hinten raus, ein bisschen raus. Black Pepper ist eigentlich mal sehr gut. Das wissen auch viele Schlipper. So, das haben wir da drin. Dann haben wir in unseren Cidisco-Fisch haben wir ein bisschen mehr Fischmehl reingepackt. Dadurch ist er jetzt was dunkler. Und haben dazu noch Buttersäure reingepackt. Ja, und dadurch kommt der Scorpex-Geruch extrem raus. Hatte letztes Mal im letzten Video am kleinen Fluss gehabt. Man lief ja nicht so besonders da, aber lag halt nicht am Boilie. Aber der Duft, der aus dem Eimer rauskommt, wenn die Boilies da dran sind, ist also absolut der Hammer. Ich habe noch nie so einen Scorpex-Boilie gerochen, der so geil riecht. Die Buttersäure unterstützt natürlich diesen Scorpex-Geruch. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine wesentliche Verbesserung bei dem Cidisco-Fisch. So, dann sind wir an den Kiewelinge, unser Bananefisch. Der war ja immer ziemlich geschlossen, der war nicht so grobstrukturig, wie die anderen Boilies sind. Haben die Pellets drin gelassen, haben dem aber mehr Saaten mit reingepackt, gemahlene, sodass der auch ein bisschen grober wird. Ja, und dann zu unseren Lieblingsboilies, Almighty und Black Diamond. Ja, da sind viele Mehle mehr reingekommen. Es ist etwas mehr Blutmehl reingekommen. Es ist eine andere Krustentiermehl, eine andere Flavormischung ist reingekommen. Ich habe den ja schon seit ich 22, 23, 24, kann ich das nicht genau beziffern, bin vielleicht auch 26, fische ich diesen Boilie und der ist mir immer sehr wichtig, das ist halt mein Kind. Und diesmal hat es wirklich viele, viele Versuche gebraucht, bis ich gesagt habe, jetzt ist es. Dann ist Herr Thomas auch direkt gefahren gekommen und dann haben wir den zusammen zur Brust genommen und ja, perfekt. Er duftet halt jetzt anders, nicht mehr so extrem nach Monster Crab, sondern er duftet jetzt so, ja, so richtig nach Krustentieren. Ja, weil ja auch viel mehr Krustentiermehl drin ist. Ja, ich ist jetzt mehr Mehl drin. Ja. Krabbenmehl ist mehr drin. Und wir haben jetzt drei verschiedene Flavor gemischt. Zu dem Monster Crab kommen noch zwei andere Flavor. Und da sind jetzt auch 10% Buttersäure drin. Das merkt man hinten raus. Wenn man dran riecht, kommt hinten raus ein bisschen
seichterer Geruch, kann man so sagen. Also für die Leute, die Boilies essen, ich stecke mir den nicht mehr in den Mund. Naja, aber der duftet jetzt anders, aber ich finde, der duftet jetzt besser. Nicht mehr so pervers nach Monster Crab, was wahrscheinlich viele immer bei dem Boilie haben wollten. Die denken ja auch, dass der Flavor den Fisch fängt, ja. Was wahrscheinlich ein bisschen falsch gedacht ist. Ne? Sondern wenn die hochwertigen Mehle jetzt da drin sind, dann denke ich mal, dass er sogar besser funktioniert, dass er auch viel besser angenommen wird von den Fischen, auf Dauer von zumindest, auch wenn man Langzeitfutter stellen hat. Also mir gefällt er jetzt tausendmal besser. Und der Blackie, bei dem ist es ja fast genauso gelaufen. Ja, das ist genauso gelaufen. Das ist auch, und der Blackie duftet jetzt auch richtig gut. Mehr Mehle drin, noch ein Öl zusätzlich, der ist auch wieder so weich, der Almighty ist hart. Also ich habe den, bevor ich nach Rügen zum Meerforellenangeln gefahren bin, habe ich den in ein Wasserglas geschmissen. Mhm. Als ich nach 4 Tagen wiedergekommen bin, war das Wasserglas komplett trüb. Aber der Boilie war noch so, dass er am Haar gehalten hätte. Hingegen der Black Diamond, der ist nach 16 Stunden, ist der weich, kannst du so zerdrücken. Er bleibt am Haar liegen, aber ja, du kannst ihn zerdrücken. Wenn die Montage liegt, passiert nichts. Das ist halt so wie vorher auch, da haben wir halt Wert drauf gelegt. Und ich war mit der zweiten Serie oder dritten Serie vom Almighty, war ich ja schon fischen. Da war der Geruch noch nicht so, das heißt, Aussehen war noch nicht so, wie ich ihn haben wollte. Habe aber trotzdem 3 Fische schon damit gefangen in der ersten Nacht und war eigentlich da auch sehr zufrieden mit, aber nicht so 100%. Der Geruch war noch nicht so, wie ich ihn wollte. Das Touch, wie willst du sagen, das war die Haptik von dem Boilie, war nicht so, wie ich sie wollte. Dadurch aber nochmal und nochmal, und jetzt ist er so, wie ich ihn will. Dazu muss ich euch leider noch eine schlechte Nachricht sagen. Wie ihr wisst, ist alles teurer geworden, auch die Mehle. Es ist schwer, an viele Mehle ranzukommen. Dadurch war auch viel Feintuning nötig jetzt, und ich muss leider den Almighty und den Black Diamond, muss ich jetzt den Preis leider anheben. Ich habe probiert, die ganze Zeit, wo alle schon angehoben haben, bin ich unter den 10 Euro geblieben. Bei denen kann ich das leider nicht mehr machen. Es tut mir leid, diese ganzen Kosten im Produktionsbereich sind so angestiegen, dass allein das Kochen und die ganzen Sachen, es geht einfach nicht mehr. Deswegen muss ich da halt auf 11,95 pro Kilo gehen. Ist ein schwerer Weg. Ich habe mich das ganze Jahr dagegen gewehrt. Alle haben gesagt, du musst. Ich habe gesagt, nein, mache ich nicht. Jetzt ist es so. Ich hoffe, ihr seid ja nicht so böse drüber, aber es muss ja irgendwie weitergehen. Dafür hast du aber auch dann mega hochwertige Mehle drin, jede Menge davon. Und du hast nicht nur einen hohen Preis und eine Schrottmurmel. Ja. Ne? Soll es ja auch geben, habe ich gehört. Ja. Gut, dann kriegst du jetzt was für dein Geld. Ja, aber nützt ja auch nichts. Mein, der Heinz macht das nicht aus Hobby, sondern er möchte damit Geld verdienen, davon sein Leben bestreiten. Und da kann man halt nicht, nur weil man Kunden halten will, die vielleicht nicht so viel Geld ausgeben wollen, dann ein Minusgeschäft machen nachher. Oder ein Plus-Minus-Null-Geschäft, sagen wir mal so. Da soll schon ein bisschen was bei hängen bleiben, bei der ganzen Arbeit. Ja. Ich kriege das ja immer mit, was da für eine Arbeit ist. Er verpackt ja auch alles selber. Ne? Und eine Heidenarbeit vor allen Dingen immer. Ist halt eine One-Man-Show, komplett. Ja, genau. Und deswegen. Wir haben heute schon wieder das Beispiel gehabt. Ja, mit dem Shop. Internet-Shop. Du wirst wach, hast heute eine 20%-Aktion auf Lash und Dings, auf Lash und Fox. Bist ja happy drüber, wolltest den Jungs mal wieder zeigen. Okay, du hast nicht nur einen Bait-Shop, sondern du hast auch noch Kleinmaterial von Fox und Lash drin. Stehst da. Du wirst wach, hast die ersten Bestellungen, guckst drauf, wird 2x20% abgezogen. Bist du samstags morgens nach dem Wachwerden direkt auf 700 oder hast dann erstmal die ersten 4 Stunden Stress und musst schon den Thomas anrufen, aber ich komme mal später, weil das klappt dir nicht. Ne? Ja, hast du quasi eine 40%-Aktion gemacht. Die Leute haben sich wahrscheinlich gefreut, aber du hast jetzt ein Minusgeschäft gemacht. Genau, so ist das. Und so ist halt selbstständig. Und One-Man-Show kann sich auch jeder Selbstständige vorstellen, weiß er wahrscheinlich auch. Und Geld zum Leben brauchen wir alle. Ist eben so. Auf jeden Fall die Boilies, die jetzt optimiert worden sind, also ich finde, das ist ein Riesenschritt nach vorne. Obwohl vorher schon, du warst ja voll begeistert davon. Und das Team ist natürlich darauf bedacht, es geht ja nicht nur darum, um Geld zu machen, sondern wir alle vom Team sind geil auf die Murmeln. Wir wollen natürlich auch mit den Murmeln selber super erfolgreich sein. Deswegen ist das Team auch sehr kritisch. Und der Heinz hat auch schon viel einstecken müssen, ne, wenn er Boilies ans Team geschickt hat. Und da kam dann Kritik drin, guck mal, was ist das denn? Das ist ja wie anders wie früher und der duftet auch gar nicht so wie früher. Also wir haben zwar schon richtig viel Arbeit gemacht und viel Kopf zerbrochen, vor allen Dingen der Heinz.
Und jetzt haben wir da, ich denke mal, ein paar gute Murmeln am Start, ne? Die wir auch alle selber gerne fischen. Vor allem, ich bin jetzt auch heiß auf den neuen Almighty. Den habe ich nämlich noch nicht. Ich habe jetzt nur den Mighty gehabt und den CD Scofish von den neuen Sorten. Ja, man muss auch sagen, noch. Wir haben ja auch die, sage ich mal, unsere große Hasenfamilie, wie wir immer so schön sagen. Ja. Es ist halt so, ne? Ob es Palmer ist, ob Sascha Meier ist, die sehr kritisch, Jan Grasshoff, Bernd Schürmann, wenn man die alle sieht, den schickst du die und dann kriegst du erstmal Motze. Dann diskutierst du das mit denen und dann weißt du, okay, da musst du nochmal. Dann machst du eine Gruppe damit, dann diskutierst du wieder im Kleinen. Also die Leute, die wirklich hart da dran sind und hart mit dabei sind, wir arbeiten nicht, ich mache jetzt nicht was hier, Junge, stresst, sondern wir gehen hin und sagen, stimmen das ab, ist das so okay, ist das, dann, genau, dann fischen. Das Team abgestimmt. Genau, dann fischen wir das und wenn wir es dann für gut befinden, dann sagen wir, okay, wir können euch das verkaufen mit gutem Gewissen. Und ich finde, das ist das Wichtigste. Ich kann durch mein Lager gehen, wenn ich angeln gehe und kann gucken, pass auf, davon ist zu wenig da, ich kann das nehmen, davon habe ich mehr, damit gehe ich jetzt fischen. Das macht ihr ja aber, wenn ich mit ihm zum See fahre, dann frage ich mal, Heinz, was nimmst du denn für Murmeln mit, ne? Was läuft denn da? Sagt er, hä? Latte. Ich nehme einfach auch eine Tüte, die offen ist, dann nehme ich die mit. Also nimmt der Fisch quasi alle seine Sorten überall, und weil er davon ist, vertrauensvoll. So soll es ja sein. Für uns gibt es keinen Teammix, wie es in manchen Baitbuden vielleicht der Fall ist. Ne? Für uns, wir fischen das, was die Kunden auch kaufen können. Und allein deswegen sieht man schon, dass wir da selber schon ein großes Vertrauen in die Murmeln haben. Und das könnt ihr auch haben, auf jeden Fall. Also wir bauen da keinen Schrott, wir wollen nämlich selber erfolgreich sein, nicht am Wasser sitzen. Und wenn man nichts geht überlegen, dann liegt es vielleicht an der Murmel. Nee, also so hat man schon mal die Gewissheit, an der Murmel liegt es auf jeden Fall nicht. Genau. Dann eher in der Spotwahl oder so. Genau, so war unser Statement dazu. Damit ihr Bescheid wisst, also viele, die schon öfters beim Heinz bestellt haben, die werden sich wahrscheinlich gewundert haben, der Beutel duftet aber ganz anders. Was haben die denn jetzt gemacht? Wollen die Geld sparen? Haben die ja weniger drin oder von dem und dem weniger drin? Nein, das ist nicht so. Wir mussten uns halt komplett neu aufstellen, weil es viele Mehle halt nicht mehr gibt und viele, nee, wie den Titandioxid, den Farbstoff nicht mehr gibt und den darf man nicht mehr benutzen. Und dann hat der Heinz beschlossen, jetzt gucken wir mal über jede Murmel drüber, optimieren mal jede Murmel, damit wir am neuesten Stand sind, damit wir alles ein bisschen verbessert haben. Nach 15 Jahren sind ja auch andere Mehle rausgekommen und was weiß ich. Und viel mehr Möglichkeiten. Einfach mal ein Feintuning war halt mal nötig und das habe ich jetzt einfach die Chance genutzt, das jetzt zu machen. Und so könnt ihr auf die neue Saison hoffen und die neuen Boilies riechen. Und ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr vertraut denen genauso wie wir. Ja, gut, Leute, dann würde ich sagen, schaut mal in den Shop. Vielleicht sehen wir uns mal am Wasser. Ja, genau, oder auf irgendeiner Messe. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten RG-Video. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.